paar Sekunden. Ah, Mist. Oh, das wäre cool, wenn wir noch die Materie zerstören können. Sollte erstmal nichts mehr drauf fließen, oder? Ja, ich meine, Gott, wir haben hier einen wunderbaren Abfluss, der funktioniert perfekt. Das einzige, was noch ein bisschen doof ist, ist, dass hier überall Sand ist. Zu viel Land zu begrünen haben. Das ist ein bisschen lästig. Das hin und her. Aber gut. Aber ich finde das schön, also das Game ist auf jeden Fall sein Geld wert. Übrigens auf Steam erhältlich. Ich habe es zumindest auf Steam gekauft. Man kann es auch über die Website kaufen. Es ist erhältlich für PC. PS3 und Xbox. Da kann man sogar in den jeweiligen Shops nachschauen. Auf Xbox Live und PSN. Und für 15 Euro. Also, wow. Ich finde es ein schön gediegenes Spiel. Macht Spaß. Nicht so aufdringlich, muss ich sagen. Ja, ich mag so gehypte, extrem gehypte Sachen relativ wenig. Zumal man ja dann auch immer einen relativ hohen Anspruch an die ganzen Sachen hat. Und der ist oftmals nicht schwer. Also, wenn ich mir so manche Leute anschaue, wie sie angefixt waren von Turin. Klar, man hat lange drauf gewartet und ja, es like. Ja. Man hat sich doch ein bisschen mehr versprochen. Da wird mir wahrscheinlich jeder, der es gespielt hat, zustimmen. Es ist halt einfach. Ja, der Hype ist vergangen. Es ist nicht mehr so wie früher, dass man sich drüber gefreut hat, zumal man da auch noch in einem anderen Alter war. Hat man über Brüste sich gefreut. Mittlerweile siehst du den in jedem Werbespot. Und ja. Sind wir ehrlich, das ist leider nicht so wie erwartet. Weil einfach die Erwartungen viel zu groß sind. Die können dann teilweise gar nicht bestätigt werden. In dem Moment wie auch. Also, ist auch vollkommen nachvollziehbar. Kann auch nicht mehr lang dauern, hoffe ich. Die Bäume müssen sich bloß mal ein bisschen beeilen mit drüber wachsen. Wobei ich ja schon glücklich sein sollte. Es wächst ja jetzt schon viel Unkraut, würde ich fast sagen. Ah, wie cool ist das denn? Ja, die
Dorfbewohner halten halt jetzt mit dem Gesang das Wasser von ihrem Dorf weg, was ich in ihr Dorf leite. Das wird mal interessieren, wer gewinnt. Das ist jetzt praktisch so ein Battle, nur auf alte Ritualart. Sehen, wir sind auch schon fast auf 100%, was mich natürlich sehr freut. Seht ihr uns schon, müsst ihr euch nicht mehr. Sehr schön, die Seele aus dem Leib drum. Jetzt aber gerade echt viel weggebrochen. Oder bricht da immer gleich viel weg, weil das sah jetzt schon heftig aus. So, diese Erinnerung haben wir jetzt aber immer noch nicht. Tatsächlich so zu sein, dass es einfach Gegenden gibt, wo es keine hat. Ich meine, soll mir recht sein, dann brauche ich mir wahrscheinlich keinen neuen Weg einfallen lassen und so weiter. Fertig. Sehr schön. Dann schicken wir mal unsere Dorfbewohner dahin. Also ja, schreibt in den Kommentaren, wie findet ihr das Game? Gefällt es euch? Ist es gar nicht euer Anspruch? Ich meine, es wird sicherlich auch Menschen geben, die sowas ungern spielen. Was einfach, weiß ich nicht, ihnen zu ruhig ist. Aber ich dachte so als Ausgleich zu Borderlands und GTA. Ganze Macht und Gewalt und Zerstörung. Und ja, da musste es einen Kontrastpunkt geben dazu. Kamitela merasa kazamani. Setela akamitela mekomubu. Kitameli a serpeti mereka. Lagi lenka.
3000. Disebo igitu se masabela. Na mundu kutela ba wa da ulumara. Wenoka na jadi mere karu perji. Jagwa adala serpeti bahar minyak di kumpurkan. Okay. Wieder mal viel Wasser. Frage. Wo ist das nächste Tote? Ich würde sagen, nehmen wir das hier. Und klauen uns gleich mal hier ein bisschen Sand. Kennen wir ja schon. Wieder den Weg umbauen, sage ich mal. Und hier sieht man es auch sehr schön, wie unten der Sand wieder mehr wird, weil der von oben nachrutscht. Also, sau cool gemacht. Einfach nur saugeil. Und das ist ein Spielkonzept, was mir wirklich sehr gut gefällt. Also, man kann sicherlich einiges, es gibt auch einige Kritikpunkte, wie zum Beispiel diese eigenartige Steuerung. Aber wie soll es anders realisierbar sein? Ich meine, es ist für Konsole und PC gleichermaßen gedacht. Und ja, Abstriche sind da leider notwendig. Ich muss Wasser beschaffen. Na klar. Warum muss ich Wasser beschaffen? Könnt ihr euch keine Gießkanne erfinden oder so? Aber das soll so schlimm nicht sein. Hier gibt es nämlich auch so Quellen. Und ja, da würde ich fast behaupten, kommt man relativ leicht an Wasser. Krallt euch erstmal hier diesen Stein, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass wir die Kraft noch brauchen werden. So, ihr braucht Wasser. Dann schauen wir doch mal, dass wir welches für euch finden, oder? Ja, ich weiß, da habe ich gerade dieses Sand weggemacht. Okay. Ja, wieso hat es jetzt nur hier Quellen? Nirgendwo sonst. So, das haben wir jetzt auch. Dann holen wir uns jetzt noch diese Erinnerung. Und Wasser. Okay. Hier habt ihr Wasser. Reicht das? Oder wie soll das aussehen? Was geht? Ach Junge. Ja, der kommt nicht den Berg hoch, das wird ein Schwert an sich. Und dann bauen wir ihn doch einfach mal auf.